YouTuber, liebe Jotriminetten. Schön, dass ich gerade so nah dran war. Es gibt ein neues Video. Ganz lange her. Ich habe immer noch keinen Laptop, der ist ja jetzt eingeschickt. Übrigens schon das dritte Mal in diesem Jahr. Herzlichen Dank an Medion, an die Top-Qualität und den Top-Service, vor allem den Service. Ich habe euch ganz viele Sachen zusammengepackt. Ich habe nämlich unheimlich gehaut und wollte euch das zeigen und das geht jetzt los. Als erstes mal das Kleid. Das ist das, was ich gestern gekauft habe als Alternative zu dem Kleid, was ich auf die Hochzeit anziehen wollte. Ich war gestern Abend auf eine Hochzeit eingeladen und habe ein absolut super geiles Kleid bei H&M gefunden. Also kurz erzählen mal so zwischendurch vorher. Ich muss mich sowieso beeilen, es ist relativ viel. So, ich habe Mittwoch ein Kleid gefunden in Goslar beim H&M. In Größe, also ich habe es in 38 angehabt, hatte aber ungefähr noch so viel Platz, bis der Reißverschluss zugegangen ist. Obwohl ich schon eingeatmet hatte, aber das war nicht zu machen. Dann habe ich, also es gab das Kleid noch in 36, in 34 und sogar in 32. Wer passt in Klamottengröße 32? Hallo? Naja. Dann bin ich am Freitag nach Northeim gefahren, im H&M. Da gab es das Kleid auch noch in 36, einmal, und in 34. Dann haben die durchtelefoniert, in Göttingen gab es das gar nicht. In Kassel gab es das auch nicht. Dann habe ich mir gedacht, bist du doch mal so frei und fährst mal nach Hannover. Alle Klamottenläden H&M technisch in Hannover hatten dieses Kleid nicht. Aber es gab es noch einmal, zweimal noch in 38. Und ich habe beide anprobiert. Und das eine habe ich sogar zugekriegt, aber dann musste ich den Reißverschluss nach vorne machen. Und habe ich zugekriegt, aber ich habe dann die Moppels nicht mehr reingekriegt. Egal. Auf jeden Fall musste ich mir dann eine Alternative suchen und das war jetzt das Kleid für die Hochzeit. Sieht so aus. Hat jetzt runtergesetzt dann noch 15 Euro gekostet. nicht bei Madonna, bei Colosseum. Es ist bodenlang, also so knöchellang. Knöchellang. Und ja. Gut, der Haul. Wir fangen an. DM. Einmal das Haarspray. Das war schon wieder viel zu viel Gelabere, bevor es eigentlich losgeht. Entschuldigung. Also, Flex und Glossy Haarspray von H&M gibt es jetzt auch Balea Haarspray. 85 Cent. Das war das erste, weil ich brauchte unbedingt ein Haarspray. Ich habe nämlich gestern meine Haare sogar noch hochgesteckt und musste sie fixieren. Aber das Haarspray habe ich schon länger, aber ich brauchte unbedingt eins, weil meins schon wieder alle war. Dann war diese Woche im Angebot von Synergien Bodylotion, straffend mit Koffein und so weiter. Ich habe nämlich von Garnier so eine straffende Creme gekauft und die fand ich so toll, aber ich habe die dann nicht mehr gefunden. Und die riecht, also mich hat der Geruch überzeugt. Ich habe ganz viele, ich wollte mal eine straffende Creme kaufen und dann habe ich überall drin geschnuppert, aber egal von welcher Firma, die haben irgendwie alle immer so eklig gerochen. Und die riecht so sehr frisch, minzig und ein bisschen so nach Kaugummi. Und die fand ich sehr lecker. Ich habe die jetzt einmal probiert. Bin jetzt nicht straffer als vorher, aber die hat runtergesetzt gekostet, weil Angebot bei Rossmann 99 Cent. Konnte ich mir nicht verkneifen. Die gibt es jetzt bei DM in der Riesengröße. Normalerweise sind die ja so groß. Ich glaube für 1,70, 80, 50, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe auch den Bon verbusselt. Das riecht so toll, aber gehört jetzt eigentlich nicht zu dem eigentlichen Haul dazu, nur der Vollständigkeit halber. Nein. Bei Rossmann, ein 2-Phasen Augen-Make-up-Entferner für wasserfeste Schminke. Aufgrund meiner super tollen Pollen- und Heuschnupfenallergie muss ich mir ja leider Gottes wasserfeste Schminke drauf schmieren. Und von Sport überhaupt. Aber ich habe immer Probleme, das abzukriegen. Ich hatte vorher den von Essence, aber der war so ölig und so schmierig, dass man danach immer irgendwie noch ausgesehen hat wie ein schwitzender Panda. Das war nicht gut. Der hat unter 1 Euro gekostet, ich glaube 80, 90 Cent. Der ist sehr, sehr gut. Den kann ich wirklich empfehlen. Den habe ich auch schon sehr oft benutzt. Ich war ja an diesem Mittwoch bei DM und ich habe den allerletzten Balea Young Duschschaum mit Erdbeertraum erwischt. Der hat gekostet, scheiße, habe ich natürlich auch wieder nicht im Kopf, irgendwas so um 1 Euro oder 1,20 Euro. Ich habe es vergessen. Der riecht so toll.
Ich habe das abends, also der riecht wie so ein ganz cremiger, angerührter Erdbeershake. Der ist so, so lecker. Allerdings, ich habe das total zelebriert mit diesem Einschäumen und so. Und der ist auch, man drückt einmal ganz kurz drauf und man hat gleich so ein Puschel von Schaum. Der einzige Nachteil, und das ist wirklich, das ist richtig kacke, ich habe mir das so vorgestellt, dass wenn man sich damit einschäumt, dass das so ist wie Rasierschaum. Also man macht das drauf und sieht dann quasi aus wie ein großes, plüschiges Marshmallow. Aber ich habe das gestern mal schon erzählt, man dreht sich dann um, sucht das Shampoo und in dem Moment ist der Schaum auch schon wieder weg. Das ist ein echter Nachteil, weil das riecht so toll. Ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal mit erwähnt hatte, wo wir bei Rasierschaum sind. Kiwi and Cream, der hält wenigstens. Sehr, sehr lecker. Hat, glaube ich, auch irgendwas bei 85 Cent gekostet. Dann brauchte ich unbedingt ein ganz dringendes Gesichtswasser. Das fand ich vom Duft her toll. Ich finde alles das, was ich benutze, muss immer gut riechen. Und ja, das war jetzt das Einzige, was mich so überzeugt hat. Finde ich auch sehr gut. Allerdings meine ich danach relativ trockene Haut zu haben. Das ist für Mischhaut, habe ich eigentlich auch. Aber irgendwie kann auch sein, dass es jetzt am Wetter liegt, dass es einfach so total austrocknet. Naja. Dann habe ich hier die Balea, diese hier, Balea Rasierdinger. Ich frage mich natürlich immer noch, was ein, feuchtigkeitsspendenden Gleitstreifen, was es damit auf sich hat. Was macht ein feuchtigkeitsspendender Gleitstreifen auf einer Rasierklinge? Das habe ich bis heute noch nicht rausgefunden. Feucht ist es ja durch das Wasser und den Rasierschaum. Gleitend tut es sowieso, wenn ich daran ziehe. Und feuchtigkeitsspendend, ich habe danach genauso trockene Haut wie vorher. Wenn mir jemand erklären kann, was ein feuchtigkeitsspendender Gleitstreifen auf einem Rasierer zu tun hat, drauf, warum, dann... Ja, von Rexona für 1,29, das weiß ich auf jeden Fall, weil ich war danach noch in zwei anderen Geschäften. 1,29 bei DM und dann war ich zum Beispiel noch bei Teegut und da sollte das Ganze 2,29 Euro kosten. Also überlegt mal bitte, wo ihr euren Deo-Roller beispielsweise kauft. Das ist Wucher. Ein Paketchen Zahnseide von Rossmann, von der Perlodent-Hausmarke, hat gekostet 1,39 Euro. Dann von Balea Aquarol On. Der hat so ein Metallkugel-Dingens. Das ist sehr, sehr gut bei geschwollenen Augen, wenn man mal richtig so nach Vatertag mal so richtig eingebrettert hat, sich so richtig einen hinter die Binde gekippt hat und wenn du dann morgens so aufstehst und die Augen kaum aufkriegst, mag aber auch an der Allergie liegen. Ich habe übrigens Vatertag nicht getrunken. Aber es wäre sehr schön, wenn man das getan hätte. Das kühlt jedes Augen. Partiechen und spendet sehr, sehr gut Feuchtigkeit. Dann eine Horde Masken, ein Rudel quasi. Eine habe ich jetzt schon komplett weggebraucht. Ich habe jetzt hier einmal eine Erdbeermaske, die riecht sehr, sehr lecker. Flupp. Dann haben wir eine Anti-Pickel-Maske. Wenn ich mal wieder so gestresst bin, dass mir an allen Ecken und Enden irgendwas sprießt. Eine Anti-Falten-Maske. Man weiß ja nie, wann es soweit ist. Und eine reinigende Maske, wenn man mal wieder die schmutzigen Gedanken in die Haut leitet. Ja. So, dann habe ich gekauft... Oh, wo ist denn jetzt der andere hin? Die sind weggerollt. Von P2, die 142 Walk of Fame. Übrigens, ich habe weder Kontaktlinsen noch Brille gerade auf. Also Brille seht ihr, ich habe keine Kontaktlinsen drin. Weil auf Brille stehe ich im Moment gar nicht und ich improvisiere jetzt, deswegen gehe ich auch so nah dran. Also nicht denken, ich bin so total blind, also momentan ja schon. Das ist dieser hier, aber den hatte ich schon mal drauf. Und meine beste Freundin sagte, der ist natürlich super knalle, ne? Und ich glaube, wir werden keine Freunde. Ich habe ihn jetzt schon ganz dezent mal drauf getupft und ein Gloss drüber gemacht. Der tut manchmal schon beim Angucken weh. Ich weiß noch nicht, ob ich mich mit dem anfreunden kann. Also dezent aufgetüpft, ja, aber so richtig mit drauf schmieren und dann weggehen, weil wenn man sich dann so im Spiegel anguckt, man sieht halt nur noch Mund, weil das so ein Eyecatcher ist. Habe ich jetzt den anderen Schal hier? Genau das gleiche Thema.
Copacabana 059, das ist dieser hier. Ich fand die Farbe so toll, aber auch da glaube ich, die steht mir nicht. Aber es ist so ein Korallton orange. Aber das ist auch so signalfarbig. Und also ich finde ihn so schön und ich finde auch, es steht so vielen Leuten, aber ich glaube mir einfach nicht. Ich wollte die Farbe einfach haben und habe dann zu Hause ein bisschen rumprobiert. Und je öfter ich mich im Spiegel angeguckt habe, desto mehr habe ich gedacht, gut, kannst du tragen. Aber dann bin ich rausgegangen und irgendwie alle haben so, und ich habe mich beobachtet gefühlt. Da habe ich gedacht, nee, das is it nicht. Ja, also wir werden keine Freunde. Cupcake! Ich war bei Kik. Für 2,99 habe ich dieses wunderschöne Bild ergattert. Die gibt's auch noch. Ihr müsst aber schnell sein. Die gab es vor 2-3 Wochen, wenn ich mich nicht täusche. Die haben hier so eine Glitzersteine. Es ist noch nicht ausgepackt. Also hier ist dann noch so Schutzfolie und so eine Eckenschoner oder was. Einmal dieses. Dann das gleiche nochmal. Also so ein ähnliches. Mit einem River Cupcake. Ich finde die so süß. Und die haben unten so eine Glitzersteinchen. Voll süß. Und noch eins mit einer Kirsche. Voll niedlich. Ja, dann gibt es außerdem, achso, die haben 2,90 bei Kik gekostet. Und da konnte ich mir auch nicht verkneifen. Also ich bin da übrigens von der Lady Lü 86, bin ich angefixt worden. Ich habe das Video gesehen und habe gedacht, mein Gott, du warst vor kurzem bei Kik und warum hast du das nicht gesehen? Das hat einen Spiegel. Und rosa Bürstenköpfe. Voll süß. Ja, das musste ich unbedingt haben. Und ich sag mal so, in jeder Handtasche sollte eine Bürste sein. Und da ich ja mir nicht immer so meine riesen Paddelbürste einpacken kann, nicht wundern, meine Haare sehen momentan noch echt beschissen aus, habe ich gedacht, für 1 Euro, ja, gut. Kommt davon, wenn man nichts sieht, ne? Dann war bei Telly Whale ein Angebot, Bikini-Oberteil und Unterteil für 9,95 statt, glaube ich, insgesamt für 12, 13, 14 Euro. 15, glaube ich sogar. Ich weiß es nicht genau. Kann ich ja auch gucken, ne? Das Unterteil hat 5,95 gekostet und das Oberteil 9,95. Also liegen wir bei 16 Euro knapp. Gab es für 10 Euro. Ihr müsst mal gucken. Zwei Bikinis kosten, glaube ich, 15 Euro. Also alle sind jetzt quasi dann reduziert, wenn man die kauft. Und das konnte ich mir nicht verkneifen. Ist das nicht süß? Hier so mit so pink. Und der ist ganz klein, damit ich auch schön braun werde. So, und dazu dann das passende Oberteil. Das wird das. Dann, also das geht dann hier so, ne? Und das war so schön. Ich habe das gesehen, habe gedacht, musst du haben. Weil das ist so nett. Das war's, glaube ich, schon, ne? War das alles? Ja, das war alles. Ihr habt es geschafft. Ich bin fertig. Ich leite das Video. Wünsche euch einen sonnigen Tag. Cremt euch ein. Denkt an Hautkrebs und lasst euch regelmäßig untersuchen wegen Hautkrebs und Veränderung von Muttermal. Das war die Botschaft von heute. Bis bald. Tschüss. Ich mache jetzt aus. Oh, ihr seht mich jetzt ganz nah. Ne? Das ist furchtbar. Tschüss.